Hallo. Ja, mein Tagesablauf startet früh um 8. Da stehe ich auf mit meiner Freundin, die steht auch immer früh mit auf. Ja, und dann fahre ich zum Training. Wenn wir um 9 Uhr haben wir hier die Corona-Tests, fahre ich um 8.45 Uhr los. Und dann ja, machen wir die ganzen Testungen, wie die Sprungkraft ist, ja, auch wie schnell wir sind und wie dehnbar wir sind. Und dann geht es zum Frühstück, wo wir dann den ganzen Mannschaftskollegen Hallo sagen. Und dann geht es eigentlich schon, wenn wir eine Doppeleinheit haben, gehen wir dann zum Krafttraining. Heute, wie zum Beispiel heute, da haben wir Beinkraft gehabt. Und dann direkt gehen wir danach auch raus und machen wir dann noch eine halbe Stunde, machen wir dann noch eher lockeres Training, Ballgewöhnung, was natürlich nach 2 Tagen frei immer schwer ist. Da musst du erstmal reinkommen. Ja, natürlich, man kann jetzt nicht gleich am ersten Training, kann man nicht gleich mit 100% reingehen. Das ist auch nicht gut für den Körper, da man nach 2 Tagen noch ein bisschen müde ist, erstmal wieder reinkommen muss mit dem Ball. Wie zum Beispiel heute, wir kommen erstmal rein, spielen vielleicht ein paar Flugbälle, so, damit wir halt wieder den Grundlauf bekommen. Und dann die zweite Einheit wird dann schon richtig hart. So, und dann den nächsten Tag ist dann die komplette Belastung, ist dann Vollbelastung, wie man es sagt. Das ist schon so stetig aufgebaut und dann, wenn es zum Spielen geht, wird das alles so wieder runtergefahren. Es ist nicht so, wie viele sagen, wir kicken den Ball gegen den Ball am Wochenende und das war's. Also schon viel harte Arbeit, viel Vorbereitung, Nachbereitung, damit du halt am Wochenende topfit bist. So, und ich glaube, so ein langer Tag ist aber auch wichtig für uns. Zum Beispiel auch die Beinkrafteinheiten oder die Körpereinheiten, wo wir dann unsere Kraft aufbauen. Ist einfach wichtig für uns, damit wir dann halt am Wochenende topfit sind. Und ja, das gehört dazu und das brauchen wir einfach. Und dann geht es eigentlich schon wieder raus zur zweiten Einheit. Und ja, danach, nach dem Training, ist dann so, dass ich mich danach nachbereite, was auch sehr wichtig ist für mich, weil ich mich halt auch einfach nicht verletzen will. Zum Beispiel auch die Vorbereitung. Und dann geht es eigentlich nach Hause zu meiner Freundin, die dann auf mich wartet. Und dann verbringen wir den Tag dann am Abend zusammen. Ich lebe Fußball 24/7, können Sie meine Freundin fragen. Nee, aber das wird nie langweilig. Ne? Dadurch, dass jetzt auch immer wieder neue Sachen dazukommen und alles und einfach mal auch, zum Beispiel für mich jetzt die erste Bundesliga-Saison, zum Beispiel jetzt wie am Wochenende gegen Gladbach oder auch gegen Wolfsburg dann, das sind solche Spiele, dafür hast du gelebt. Die meisten anderen haben natürlich meine Familie, die mir jedes Mal haben die mir geholfen, haben mich überall hingebracht, auch wenn es mal schwierig war. Ich habe bis 15 Uhr Schule und trotzdem haben sie Zeit genommen für mich. Eine Stunde später hatte ich Training und die haben mich aber trotzdem gefahren. Und noch ein wichtiger Teil war mein Papa einfach, der auch früher Fußballer war und der hat vielleicht früher nicht alles richtig gemacht. Das hat er mir aber weitergegeben, dass er gesagt hat, ey, pass auf, mach das bitte nicht, weil sonst wird es ganz schwer mit dem Profibereich. Ich weiß, ich habe nicht so ein Riesentalent wie andere vielleicht, aber bei mir war auch alles harte Arbeit. Also ich habe mir alles harte Arbeit, auch was die Trainer mir sagen, bin ich eigentlich auch der Erste, der das umsetzen will. Und das war auch sehr wichtig, dass mein Papa da gesagt hat, oder knallhart gesagt hat, pass auf, mach das bitte nicht, weil ich habe das früher gemacht und es hat nicht geholfen. Früher war auch mein Opa, war auch Schalke-Fan und ein ehemaliger Kumpel war auch Schalke-Fan und dann kam so die Zeit mit Kohani und dann war so ein Spiel, wo ich sage, ey, davon kann ich Fan werden so. Und seitdem habe ich immer den Verein unterstützt und war da immer einfach ein Fan so. Und dass natürlich auch die Möglichkeit sich ergeben hat, dass ich jetzt für den Verein spielen darf, ist umso schöner so. Das ist, du kannst jetzt das tragen, wovon du früher geträumt hast. So, vielleicht vor ein paar Jahren konntest du das nicht erträumen. So, und jetzt hast du es geschafft. So.
Und deswegen ist für mich auch ganz wichtig, alles für den Verein zu geben. Auch wenn es vielleicht mal nicht gut läuft. Ich will einfach, dass die Fans wissen, der gibt alles auf dem Platz. So, und das ist für mich ganz wichtig und damit geht ein Traum in Erfüllung. Jetzt nicht am Wochenende vielleicht was mit den Kumpels machen und in den Club gehen oder so, das auf jeden Fall. Aber ich bereue nichts. Das ist das Wichtigste. Wenn ich es bereuen würde, wäre es nicht gut. Aber ich bereue gar nichts, weil ich weiß, ich habe jetzt sowas erlebt, wie beim Heimspiel gegen Gladbach. Da habe ich ernsthaft Gänsehaut bekommen, wo wir dann auch nach dem Spiel unterstützt wurden, auch das 2-2 gemacht haben. Das sind solche Momente, dafür hast du angefangen Fußball zu spielen. So, und wenn du dann vor allem deine Familie siehst und die einfach stolz auf dich sind, plus meine Freunde, so, das ist dann so, das sind Gänsehautmomente. Und dafür weiß man dann, hat man alles gegeben und hat auch vielleicht früher, hat man vielleicht, ja, konnte man nicht so viel mit seinen Freunden machen, aber das hat sich jetzt gelohnt. Ja, natürlich, ich bin ehrgeizig, deswegen, glaube ich, früher können alle sagen, ich immer, was die Trainer mir gesagt haben, alles und dann, ich wollte es umsetzen, weil ich weiß, es hat mir geholfen. Und ich habe auch gesehen, es hat mir auch wirklich geholfen. Es war jetzt nicht so einfach nur eine Erzählung, sondern ich habe gesehen, ey, das bringt was. Das sind für mich, ich bin da schon sehr ehrgeizig. Und deswegen auch die Ernährung oder auch alles drum und dran, auch mit, was meine Familie mir beigebracht hat, da bin ich schon sehr ehrgeizig. Ja. Ich habe gar nicht so weitläufige Träume. Für mich ist es einfach von Tag zu Tag. Für mich ist jetzt das nächste Spiel im Blickpunkt. Das ist einfach für mich wichtig und dann auch was die Trainer mir sagen oder auch die Co-Trainer. Ich habe da auch einen sehr engen Austausch mit Bujo, der mir auch da sagt, was ich besser machen kann oder so. Weil ich weiß, die Trainingseinheiten bringen mich auch weiter und das ist dann auch gut fürs Spiel. So, und es gibt bei mir gibt es noch so viele Sachen zu verbessern. Da ist noch nichts perfekt. Und deswegen freue ich mich einfach auch, wenn ich dann sehe, was die Trainer mir sagen, ich setze es um und das hilft mir. So, und das ist für mich einfach, das sind für mich wirkliche Träume, sage ich mal. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, was in 3-4 Jahren ist, sondern ich bin im Hier und Jetzt und jetzt bin ich hier bei meinem Herzensclub.